Nach 320
25.000. 265 Königsberger Klopsen in feinster Kapernsoße. Wollt ihr mich zwingen, stinkende Heringe in klebrigen Seetang zu wickeln? Nee. Dann säuft der Dampfer eben ab. Geht ruhig von Bord. Ich bleibe hier und koche weiter. Sauge, Nierchen. Und wenn die Wette nicht mehr will, dann koche ich trotzdem weiter. Und warte, bis der Welt von ihrem Sushi so dermaßen kotzmüde wird, dass die Welt sich wieder bei mir an den Tisch setzt. Gut gesprochen, Gudrun, aber die Welt, weißt du, die Welt! Sie dreht durch. Genau. Ja, sie meint Gudrun. Sushi ist doch ein rotes Tuch für sie. Da wird sie genau versauert wie ihre Nierchen. Weil sich heimlich drei Nächte lang versucht hat, Sushi à la Drauzke herzustellen. Woher weißt du das? Weil es nicht erlaubt ist, tonnenweise Fischabfälle in die Biotonne zu schmeißen. Grüner Aal, kein Problem. Aber stinkenden Fischen Reis zu wälzen, das hat doch nichts mit Kochen zu tun. Ja, vor allem nicht, wenn das ganze Heringe sind mit Schuppen. Du musst gerade reden. Eine Bananensplitnummer im Baströckchen hat unsere friedhofsverweigernden Touristen auch nicht gerade zu Beifallsstürmen hingerissen. Bleibt hin, oder Herr. Ich lasse mir von euch doch nicht mein Leben verfuschen. 2004 bin ich mit zwei Plastiktuten ins goldene Land gekommen. Ich wollte viel arbeiten, viel Geld verdienen, viel Geld ausgeben, tanzen, ficken, einfach nur glücklich sein. Für euch können Polen ja nur putzen oder Autos klauen. Und alle wollen, dass sie unsere Chefin. Groß, exotisch, aber Reise muss es sein. So ein Schwachsinn. Wie sagst du, wir wollen nicht dazu wichtig. So oder so, Drauzke ist es am Ende. Eben. Ich gehe jetzt an meinen Arbeitsplatz, solange es noch meine ist. Und trinke eine Wodka auf die ganze Scheiße hier. Ich bin dabei. Ich auch. Sollen. Speisekarte aktualisieren. Werbung machen, als noch Geld da war. Aber das nützt doch alles nichts. Kaum geht die Mauer auf, rennen alle Richtung aufgehende Sonne und schmeißen ihr Geld für 100.000 Kaffeesorten und Edelschokolade aus dem Fenster. Wir sind am Ende. Im Westen nichts Neues. Nur bitte. Wenn euch irgendwas einfällt. Also wenn ihr mich fragt. Du warst nicht gemeint. Nun lass ihn doch mal. Also, wir verscherbeln die Einrichtung, prellen die Miete und tauchen unter. Na, ich kenne jemanden, der für wenig muss, prima Personalausweise fälscht. Ja, sagen wir, anpasst. Welche die Illegalität nicht schon wieder. Du und illegal? Was soll das denn gewesen sein? Fahnenzustände 74! Deutscher Herbstende 77! Ich meine es nicht, aber... Ja, alle so leicht im Keller, ne? Ja. Oh Gott. Die Bank macht mich zu einer, wenn ich da nochmal auftauche. Oh Gott, nein, bitte nicht. Was denn, soll ich dann gehen? Oh Gott, nein, bitte nicht. Die Tiefkühltruhe. Die neue Tiefkühltruhe. Die ist noch nicht bezahlt. Wie viele Ratten stehen denn noch aus? Alle. Und ich fürchte, das Klingeln da steht in direktem Zusammenhang damit. Abhebeverbot! Oh Gott, in dem Mund die Truhe weg! Aber dann taut doch alles auf! Schimmel und verbiest! Equi! Ja, kann passieren, wenn's taut, wächst, gedeiht und sorgt für Durchfall. Bis zum Tod! Ich will nicht mehr leben.
geschehen. So geht's nicht weiter. Etwas muss geschehen. Aber was? Der Laden läuft nicht mehr. Hier läuft doch nur die Zeit immer schneller ab. Wie fängt man denn mit 60 wieder von vorne an? Arbeitsamt Südwest, was gibt's denn da für einen wie mich? Abserviert. Was soll ich tun? Was muss geschehen? Was soll ich tun? Das geht mir tierisch auf den Zeh. Was soll ich tun? Wenn ich der Chef hier wäre und der Laden hat das hieße und die Stimmung nicht so mies wäre. Immer diese Panik. Geschehen. Gib mir ein bisschen mehr Dynamik und ein bisschen mehr Flair. Wäre das Gästebuch schon voll und die Tische nicht so leer. Das ist elementär. Der Laden läuft nicht mehr. Wenn der Laden nicht mehr läuft und die Belegschaft nur noch seufzt, geh ich ganz bestimmt. Was soll ich? Arbeitsamt, beim Arbeitsamt Typ West. Ich finde mich doch aus dem Milieu. Das wäre die Lösung. Ein kleines Modell. Da prängelt sich doch schnell. Drei für hübsche Mädels. Scheiße! Halt mal, Goscha. Denn eigentlich die Schwester. Hüte dich! Na, Goscha! Komm her! Halt weg! Autos fahren auch keine mehr. Und ich
letzte Befreiungsaktion. Uns vor dem Absturz ins Bodenlose zu retten, verdient höchste Anerkennung. Wenn du leider hattest nichts genutzt, dann... Hartmut! Romane hat doch recht! Dieses ganze Tamtam mit Rabatt und Tanzen und Singen, das bin ich nicht! Das will ich auch nicht sein! Ich will jetzt einen Heben. Auf dieser blöden Welt nicht mehr länger leben. Und nun wollen wir mich erstmal in aller Ruhe. Was denn? Naja, wenn hier alles den Bach runtergeht, dann sehen wir uns quasi auch nicht mehr. Ah, oh, wir können doch telefonieren. Ach, telefonieren! Toll, großartig! Aber jetzt sag bitte Mama, nicht... Mama, sich doch immer zweimal im Leben. Genau das habe ich gemeint. Vielleicht der letzte Gast in unserer gemeinsamen Geschichte. Ich könnte hier die sauren Nieten in den Ausschnitt kippen, die Himbeerschnitte in die Haare schmieren, den Stuhl unterm Hintern wegziehen, den Mokka in die Ohren gießen, den Obstler ins Bauchfell spritzen. An meinem sozialen Abstieg würde das nichts ändern. Na, immerhin ist sie ein Mensch. Aber ein sehr einzelner. Das verbitte ich mir. Ich und einzeln. Na, sehen Sie hier noch jemanden? Wenn Sie wüssten, wie einzeln Sie sind. Kleine, verunzerte Krokotasche. Das grenzt hier an. Jahrelang habe ich hier. Und vor allem jeden Tag. Ich sitze hier 60 Minuten und keiner schaut nach mir. Miserable, katastrophal, sei mir ehrlich.
Schnitte aufs Hirn und Gelatine. Du hier dich in kalmem Rot, nur bei dir bin ich devot. Du verkommst bei mir niemals zur Essroutine. Du so nett, du Pater Dö, du Symphonie. Also in einem Bistro, naja, sagen wir, Dönerladen in Lichtenrade Mitte.
Wenn Sie mal vorbeikommen, wir verfügen über Zulieferer, die über einen einwandfreien Gammelfleischskandal verfügen. Ja, und wenn Sie vorbeikommen, dann bringen Sie doch bitte ein Wörterbuch mit. Dann können Sie meinen neuen Chef ab mit dem Begriff Fettwechsel buchstabieren. Mich finden Sie dann gleich nebenan in... Nicht in Krakau. Arbeitsagentur Südwest. Ja, und dich, Ingwer. Das soll alles gewesen sein. Das werfen Sie einfach alles so weg. 37 Jahre saure Nierchen und Himbeerschnitten. Und mich dazu? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Warum? Darum. Ich bin es nicht gewohnt, dass man mir widerspricht. Und ich bin nicht ganz und gar unvermögend. Was soll das heißen? Sie bleiben, ich zahle. Entschuldigen Sie bitte, aber von einer Portion saure Nierchen am Tag kann ich diesen Laden nicht halten. Ich zahle die Nierchen, sämtliche Betriebskosten und die Gehälter für Ihre dämlichen Angestellten. Haben Sie dämlich gesagt? Oh, Sie sind eine Heilige. Was brauchen Sie monatlich? Na ja, also mit allen Betriebskosten und der Miete so... 10.000? 18.000 ist überhaupt kein Problem. Kein Problem? Kein Problem! Kein Problem! Oh, du mein Deutschland, du! Schmutz hin, wir Finger. Sei doch nicht so zickig. Na gut,
Aber nur kurz. 18.000 Euro. Ich tue schon, wenn ich an die Gäste denke. Ach, die Mamosern, Nerven, unzufrieden sind. Und weder Werte noch Etikette kennen. Der Fall soll überhaupt einer kommen von dem Pack. Schluss damit. Schließlich sind wir jetzt nicht mehr auf Gäste angewiesen. Also brauchen wir auch nicht mehr auf ihn rumtrampeln. Oder vielleicht doch? Ein bisschen Spaß könnte ja eigentlich nicht schaden. Es kann uns ja nichts mehr passieren. Wir sind abgesichert. Na, als erstes hau ich mal der Reinig eins vor. Zack. Ach, Hartmut. Benutzt du die stinkende Masse unter deiner Schädeldecke manchmal auch zum Denken? Feste Quellen ist okay, aber die Reinigung ist und bleibt Sperrgebiet. Gäste! Los! Da hinten winkt ein Gast nach Ingwer. Der möchte etwas essen. Der traut sich was. Und sieht so aus, als wollt ihr Delikatessen. Na, dem putz und koch ich seinen Schuh, dann hat er was zu fressen. Ha 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 ha!
mit Kartoffeln. Himbeerschnitte mit Sahne. Oder ohne. Tolle Auswahl. Bedienung? Kundschaft. Feuer! Wo brennt's denn? Hier drin. Was haben Sie denn als Tagesgericht auf der Karte? Hm? Saure Nierchen. Und was noch? Himbeerschnitte. Ist das alles? Hören Sie mal, Sie Suppenkasten, Sie können ja nicht einfach reinkommen. Wünsche euch das. Ja, ist das ein Restaurant oder nicht? Keine Fangfragen. Na gut, ich nehme dann einmal die sauren Nierchen. Sie sind aus. Wie bitte? Sind aus, red ich Schwedisch. Och. Um Himmels Willen, einmal die Himbeerschnitte. Da kann Ihnen der Himmel nicht helfen, haben wir auch nicht mehr. Ja, was ist das hier? Eine Geldwäscheeinrichtung zugunsten vom Brot für die Welt? Wir kochen eine Portion saure Nierchen pro Tag. Und das hat seine Gründe. Heißt einer dieser Gründe eventuell Gerda Maria Reinig? Woher wissen Sie das? Mensch, Ingwer, lass du diesen dämlichen Gast in Ruhe. Das haben wir wirklich nicht mehr nötig. Wir stellen hier nicht so auf Gäste. Entzückend gestatten, Nikolaus Reinig. Reinig? Reinig? Habe ich den wundervollen Namen Reinig gehört? Bist du noch gar nicht in der Zeit? Au, ein Fremdgast. Wir haben nichts zu essen, gehen Sie weg. Ach, wie schade. Aber habe ich den wunderschönen Namen Reinig? Sie... Na, was mal gut tun. Wenn der auch Reinig heißt, dann kann es doch sein, dass er mit der Schabracke verwandt ist, ne? Wir haben ihn aus dem Heim, er hat verschiedenste Gendefekte. Ja. Damit wischt sich jetzt euch durch. Erst die Kloster in die Arbeitsfläche. Raus! Schön, dass Sie mal vorbeikommen. Wir haben schon so viel, also eigentlich noch gar nichts von Ihnen gehört. Ja, ich habe anhand der Kontoauszüge meiner Mutter festgestellt, wie großzügig sie sich bei Ihnen engagiert. Wir sind alle sehr dankbar. Und Sie? Sie sehen sehr gut aus. Natascha, hörst du auf! Du sollst wischen und nicht lauschen. Sie sind auch in der Gastronomie tätig? Nein, eher im Investmentbereich. Er ist Banker. Portfolios, Immobilien und Fonds. Oh, ein guter Fonds ist einiges wert. Auch in der Küche. Wollen Sie mal sehen? Ja. Wie gesagt, ich habe die Kontoauszüge meiner geliebten Mutter Kontro durchgearbeitet. Und wer ist der Alleinerbe? Ich möchte gerne mit Ihnen unter vier Augen sprechen. Ja, also das geht nicht. Ich habe ja einen mittelständischen Betrieb zu führen. Also gut, in der Küche. Bitte sehr. Lebens kein Bitte.
Dazu, ihr Geld in etwas fragwürdige Dinge zu investieren. Damit meinen Sie jetzt aber nicht mein Restaurant, oder? Doch! Raus! Ach, jetzt hören Sie mir doch erstmal zu! Ich bin ja durchaus bereit, Ihnen eine großzügige Abfindung zu bezahlen, aber 18.000 Euro jeden Monat, also finden Sie das nicht ein bisschen viel, ne? Ja, so viel kostet es nun mal, ein Traditionsrestaurant zu erhalten. Ein Restaurant sollte doch wohl nicht zahlende Gäste funktionieren, oder? Wollte, könnte, sollte. Es gibt doch einen zweiten Weg, wie Sie sehen. Ganz ohne Konjunktiv. Sie verzocken hier mit dieser Bruchbude mein Erbe. Trösten Sie sich damit, dass Sie den Mittelstand gestärkt haben. Ja, wo ist denn hier bitte schön Mittelstand? Das ist doch Unterschied. Und zwar bis zum Fettabscheider. Und wichtige Kulturgüter einer zivilisierten Gesellschaft zu erhalten, ist es durchaus sinnvoll, wenn der Staat sie finanziell unterstützt. Das ist ein Restaurant, nicht die Museumsinsel, ja? Und meine Mutter ist nicht der Staat, meine Mutter. Jetzt wären Sie unsachlich. Ja, ach, Sie haben ja recht, ja. Ich meine, ich verdiene ja auch so genug. Ich mache mir doch einfach nur Sorgen um meine geliebte Mutter. Aber das verstehe ich doch. Naja, und so ein Traditionsrestaurant ist ja auch ohne Gäste ganz nett und durchaus erhaltenswert. Ja? Und, Sie sind eine bezaubernde Frau, die sich mit Intelligenz und Durchsetzungskraft für ihre Angestellten einsetzt. Danke. Los. Darf ich etwas zu essen machen? Auf Kosten des Hauses? Ah, nein. Aber vielleicht zeigen Sie mir mal Ihre Räume. Also ich hatte hier bisher mit Gastronomie nicht so viel zu tun. Aber gerne. Wollen wir in den Keller gehen? Ich kann den
gleich den Keller zeigen. Ja, aber für Sie doch, Nikolaus. Ja, sobald kommt's noch, Pia, die Arbeit. Mein Arbeitsplatz ist hier. Wir wissen, wenn du nicht gleich verschwindest. Aber bitte, meine Damen. Ich will in den Keller. Niemals. Das ist mein Mäzen, meiner. Was ist ein Mäzen? Ein Gönner. Dann gönn ihn mir. Thank you.
komme! Ich bin's! Meine Liebe! Teuerste! Wie immer. Meine Liebe, unsere gute Reibikowska. Stets zu Diensten. Nun raten Sie mal, worauf ich heute so ganz besonderen Kohldampf habe. Darf ich jemanden anrufen, oder sollen wir das Publikum fragen? Ab in die Küche, Mierchen, und zwar sauer. Entschuldigen Sie bitte, er ist ein kleiner Heißkopf. Ihre Mierchen kommen gleich. Die Dialyse ist in wenigen Minuten beendet. Entschuldigung, ich habe das jetzt nicht so gemeint, tut mir leid. Kein Thema. Mein Reden. So, Ihre Sau... Boah, ich kann dieses Wort langsam nicht mehr hören. Wir wünschen einen guten Appetit. Und ein langes Leben. Danke. Die sind aber heute besonders mürbe. Nur, der Geschmack hatten Sie nicht sonst immer? Weißen Balsamico. Ich nehme immer weißen Balsamico. Oder viel Pfeffer. Hol Pfeffer aus der Mühle, der großen. Oder vielleicht Knoblauch. Wo kommt sie denn her? Aus Polen. Aus Ostpreußen. Ah, ich hatte mal einen Onkel in Breslau. Oh, in Wroclaw. Und was hat sie denn? Also ich muss sagen, ihre Nierchen sind wieder mal ausgezeichnet. Könnte ich um ein Glas Wasser bitten? Nein. Helfen Sie mir auf. Ich muss mal kurz. Ich komme schon allein. So reicht. Lassen Sie mich. Es geht mir blenden. Für frisch gemahlenen Pfeffer könnte ich sterben. Faschistoide Greisin! Man sollte sie fast Kriegsgericht stellen und zu Tode verurteilen! Na los, stehen Sie auf und sagen Sie zu Donzig Gdańsk, zu Krakau Krakow und zu Königsberg Kaliningrad! Na los, machen Sie schon! Sie weigert sich, ich bringe Sie um! Dafür ist es vielleicht zu spät. Ich mache eine Herzmassage. Ja. Gudrun, du holst den Defibrillator. Maroscha! Du stellst den Stuhl unter ihre Beine! Sie ist kollabiert. Ja, was mach ich? Mund-zu-Mund-Beatmung! Okay, kein Thema. Da bin ich! Weg vom Tisch! Es ist ein Bügeleisen. Ja, aber das hing neben Schwimmbest und Rettungsinsel. Aber es ist ein Bügeleisen. Aber das macht doch nichts. Komm, gib mal her. Ich öffne einfach die Abdeckung hier. So, hier so. Hier die Kabel ab. Gut, und du steckst den Stecker ein. Ja. Fertig. Fertig. Feuer. Ja. Oh.
Ich glaube, der kommt rein. Oh, oh nein! Oh nein! Ich sag nochmal, komm mir nie wieder raus! Oh Gott! In die Truhe! Was? In die Truhe! Sie ist tot, da kann man nichts machen. Kann nur die Zeichen, die harten und die weichen. Angenehme Zeichen von Verwesen bei Leichen. Aus dem Gedächtnis streichen. Bei plus 5 Grad, da wird sie ruhen. Und gar nicht kriechen, also so muss ich ihn kriechen. Wie Kalamares von Griechen oder bei Italiener, das was gar nicht geruht. Und wenn sie nicht reinpasst, brauchen wir uns nicht zu stressen. Mit dem Zeutener See, schön mit Stiefeln aus Stahl, mit um die Füße beschweren und die Leiche im Teiche wird frei verjähren. Oder haben wir mit Fleischbrot, frisch und tot, und dann ein guter Spender an die Tiere ein Zoo. Oder lieber in der Lebensmittelkiste verstecken und dann haben wir die Wesen, dass man so das Becken uns glaubt, ich schon keiner mehr. Da kommt die Kiste weg. Zeichen von Verwesung bei Leichen aus dem Gedächtnis streichen. Beste Siegel gegen der Oma ohne manche deutsche Freiheit, manche deutsche Oma. Stammes steht das Thermostat auf minus 7 Grad. Frau Reibich bleibt auf diese Weise so mindestens 6 Wochen lang. 2 Wochen? Ja, wenn man die gesundheitspolizeilichen Maßstäbe vernachlässigt, lange. Frisch! Ja. War sie das jemals? Mama! Hallo Mama! Geliebte Mama! Leute, jetzt ist aber wirklich eine Entscheidung fällig. Du weißt doch, dass du dir bis zu deine geliebten Nierchen verspeist. Ja? Hallo Mama, wo bist du? Na, geht es dir gut? Wollen Sie meine Mama wissen?
Sie sind? Welche Mama? Etwa Ihre. Eben war sie noch da. Doch dann ging sie weg. Wie weg? Sie spürte eine Erkältung im Anflug. Sie ist einfach weg. Nicht hier. Weg, weg, weg nach Hause. Ja, was war ich doch gerade? Und Sie haben sie verpasst. Ja, Ihre Wege kreuzten sich, ohne dass Sie es merkten. Unsere Wege kreuzten sich? Ja, so ein Blödsinn. Ich weiß doch, dass meine Mutter hier ist. Ja, das ist sie eben nicht. Sie ist eben raus. Schnell hinterher. Vielleicht erwischen Sie sie noch. Ah, gut. Aber wenn ich Sie zu Hause nicht antreffe, dann, komme ich wieder. Ah! Hoppala. Jetzt passen Sie doch mal auf, den Bulldotter. Lavendel? Spinnst du? Diese blauen Blütenblätter, das ist... Moment mal. Das ist Eisenhut. Du meinst diese extrem giftige Pflanze aus der Fabrike der Hahnenfußgewächs, die sich von Sibirien aus über ganz Europa ausgebreitet hat. Du hast die zur Unterfamilie der Ranunculidae gehört? Ja, Gudrun. Und außerdem gehört sie zur Gattung Aconitum. Danke, Margosha. Hier läuft ein ganz fieses Ding ab. Du meinst? Los, los mit der Leiche! Wir legen sie vor's Klo, wie man das schon vorgeschlagen hat! Heilige Mutter Gottes! Ja, glaubst du, dass die das billigt? Mann, ich habe einen guten Draht nach oben. Karol Wojtyła hat mich schließlich getauft. Wer? Ja, was ist denn nun? Wir können sie auf die Treppe legen. Aber Glaubkraft werden wir dadurch auch nicht. Irgendjemand muss an den Schockfrost knapp gekommen sein! Hartwig Rupstahl! Oh Gott, das kann doch nicht wahr sein! Das muss mir bei Hineinlegen passiert sein. Nee, wir tauen sie einfach wieder auf. Oh Mann, die hat doch längst gefrierbrand, so lässt mich noch eine Beutel um sie rum. Und dann ruft Nikolaus die Kripo. Und sie untersuchen das akribisch. Und dann werden die rauskriegen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann kommen wir alle ins Gefängnis. Und dann müssen wir aufgrund unserer Qualifikation in der Gefängnisküche arbeiten. Und dann müssen wir... Au! Was wollen Sie denn schon wieder hier? Ich habe Ihnen doch gesagt, Ihre Mutter ist... Tot! Sie hat sich umgebracht. An einem unbekannten, unauffindbaren Ort. Ach ja? Stellt euch vor, Frau Reibig soll tot sein. Ach was? Ja, ich habe hier ihren Abschiedsbrief. Sie war des Lebens überdrüssig und hat sich umgebracht. Oh, das ist ja furchtbar. Kann doch gar nicht sein. Die Klappe. Mit Hilfe dieses Abschiedsbriefes werde ich die übliche 5-Jahres-Frist verkürzen, die es erfordert, einen Vermissten für tot erklären zu lassen. Frau Reibig lebt. Beweisen Sie es. Erweisen Sie das Gegenteil! Rautke Spezialitäten Restaurant, guten Tag. Ja. Was für eine Truhe. Oh, Frau Reibig! Ja. Ja. Ja, mit Truhe alles in Ordnung. Mhm. Ja. Ja, die vermissen Sie alle sehr. Ja. Ja. Wo sind Sie? Auf Rarotonga. Das ist aber ein Scherz! Moment, die Leitung ist nicht so gut. Moment! Frau Reibig, Ihr Sohn möchte mit Ihnen sprechen. Der liegt hier gerade. Ja, was? Hallo? Hallo? Oh, die Leitung ist zusammengebrochen. Meine Mutter ist tot. Ach ja? Dann beschaffen Sie mal die Leiche. Es gibt hier einige Zeugen im Raum, die sehr gerne bestätigen werden, dass Ihre Mutter lebt. Auf Rarotonga. Rarotonga. Ich bin beeindruckt. Rarotonga ist ein Paradies. Frau Reibig ging's in Deutschland gut. Trotz Gudruns sauren Bierchen. Sie ist dort verreist und speist. Nun in der Südsee. Krustentierchen. Die Leiche ist hier, das weiß ich.
in unserer Truhe liegen sollte. Was sie natürlich nicht tut. Dann wird man beweisen, wie sie ums Leben gekommen ist. Eine kleine Probe der sauren Nierchen, die an diesem Tag auf dem Herd standen, habe ich vorsorglich mit Tupperdose vorsorglich eingefroren. Wir sind immer noch 4-1. Und ich sehe mich schon vor Gericht meine Hand auf die Bibel legen und höre mich schwören, dass ich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ihre Mutter braucht einfach einmal eine kleine Auszeit. Auch von Ihnen. Sie werden sehen, nach ein paar Wochen, Monaten oder auch Jahren wird sie wieder quicklebendig vor Ihnen stehen. Damit kommen Sie nicht durch. Ich werde beweisen, dass meine Mutter tot ist. Und dann können Sie den Dauerauftrag vergessen. Wenn Sie beweisen, dass Ihre Mutter tot ist, dann liefern wir den Mörder gleich dazu. Zrozumiałeś ten morderco? Tja. Capito. Och. Leiche ist Leiche, egal wo sie ist. Du redest von meiner Mama. Und ich kenn einen Trinken, weil die Reibe meine Mama langsam anfängt zu stinken. Und gerade deshalb bleib ich. Das Grand Finale schrein ich, verflüchtigt sich die Reibe. Mit die Truhe ausgepackt, die Spannung bleibt erhalten, der Block muss sich entfalten. Ich schließ mich dann im vierten Akt. Erfüllen Sie die Pause mit der Leichtigkeit des Seins. Ein Kreis auf der Bürstchen stand. Und Sie sind als Ihr Mutter da. Ich war dann noch der Zwischenstand. Wir wenden. Zur Pause steht es 1-1.
so viel Glück. Thank you.
Thank you.